Ich weiß, es klingt total verrückt, was ich jetzt zu sagen habe. Denn es werden nur ungefähr 30% der Menschen so weit sein, dass sie in die fünfte Dimension hineinkommen. Das ist der aktuelle Stand der Dinge. Jetzt gibt es einen geheimen Trick, meinen geheimen Trick, den werde ich dir in diesem Video verraten, mit dem du anderen Menschen helfen kannst, in das Erwachen zu kommen, ohne sie zu beeinflussen. Deswegen ist es gut, dass du heute hier bist und du auch diesen Trick kennenlernen wirst. Die Schätzungen der geistigen Welt sind ungefähr so, dass sie sagen, 30% aller Menschen sind erst bereit, in die fünfte Dimension hineinzukommen. Das sind die Menschen, die die ganze Zeit an sich gearbeitet haben, die ihre Resonanzen aufgelöst haben, die ihre Blockaden aufgelöst haben, die viel meditieren und sich mit der geistigen Welt beschaffen und die keine Angst haben. Das sind diese Menschen. Jetzt gibt es einen Trick, um den anderen Menschen zu helfen, auch ins Erwachen zu kommen, ohne dass man spirituell werden muss. Und diesen Trick, das ist mein Geheimnis, werde ich euch nachher verraten. Es ist ja so, dass der Mainstream die politische Agenda vertritt. Und alles, was wir im Mainstream hören, denen ihre Meinung ist. Und dass sie tatsächlich alles versuchen, um die Menschen ständig in der Angst zu halten. Und diese 70%, die also da noch nicht so weit sind jetzt, sind in dieser Angstmatrix, könnte man sagen, gefangen. Man hat versucht mit C, und da habe ich übrigens auf Telegram über einen Beweis gesprochen, dass das eine Manipulation war. Man hat also versucht über C, die Menschen intensiv zu manipulieren oder anders gesagt intensiv in die Angst hineinzutreiben. Das hat bei 80% der Menschen geklappt. Und diesen Rest von 20% der Menschen versuchen sie jetzt mit anderen Ängsten zu bekommen. Das heißt also, sie versuchen auf jeden Fall jeden Menschen in diesen Angstmatrix hineinzubringen. Erzengel Gabriel sagt, dass Angst nur eine Illusion ist. Und wir werden auch im Member-Webinar, da bekommst du eine Ausbildung zum Initiator Novum von Erzengel Gabriel, diese Ängste auflösen. Wir werden da einen Plan bekommen für das Neue, für unser Neues. Und die Menschen, die halt jetzt unser Wissen nicht haben oder unser Bewusstsein noch nicht haben, die sind diesen Manipulationen ausgesetzt. Wenn wir aber, ich springe jetzt mal vor, wenn das alles fertig ist, wenn wir es geschafft haben, dass diese restlichen 70% oder wir brauchen insgesamt 70% der Menschen, wenn also diese restlichen 40% auch erwacht sind, dann kommen wir ja in die fünfte Dimension hinein. Und die fünfte Dimension, die ist ja das Resultat aus unserer Bemühungen, die wir jetzt anstrengen. Das heißt also, die Auflösung der Weltherrschaft, die praktisch es dann in der fünften Dimension nicht mehr gibt, die macht es möglich, dass die Fülle auf allen Ebenen für uns, für jedermann erreichbar ist. Also nicht erreichbar, sondern da ist. Diese Fülle ist einfach da. Das heißt, wir haben so eine Zufriedenheit, die man hier mit menschlichen Worten gar nicht definieren kann. Wir haben eine innere Zufriedenheit, eine Glückseligkeit, weil wir haben keine Ängste mehr. Wir haben Fülle auf allen Ebenen, in der Partnerschaft, in der Ehe, im Beruf, im normalen sozialen Leben, in der Gesundheit, in unseren Sinnen, in unseren Prozessen, wie wir mit der geistigen Welt sprechen, da auch haben wir die Fülle. Wir haben die Fülle bei unseren ganzen geistigen Fähigkeiten. Das ist enorm, was uns da für schöne Dinge erwarten.
Und um eben dahin zu kommen, ist es wichtig, dass wir jetzt die richtigen Schritte tun. Und die richtigen Schritte, die werden wir tun, denn wir haben ja auch die Unterstützung, zum Beispiel Erzengel Gabriel. Er bringt uns die Energie des Neuen, des Neubeginns, und den ganzen März, jetzt diesen Monat, haben wir diese Energie verstärkt zur Verfügung. Und im Webinar erklärt uns Gabriel, was wir zu tun haben, was wir tun könnten. Und wir lösen das Dunkle auf. Und das ist so ein wichtiger Schritt für die ganze Menschheit, dass wir hier weiterkommen. Es ist ja so, das Licht hat wohl schon gewonnen, aber damit es sich auch vollziehen kann, ist der Zusammenbruch des Dunklen einfach erforderlich, und der ist bis jetzt noch nicht erfolgt. Und in diesem Prozess befinden wir uns. Und die geistige Welt sagt auch, all das, was jetzt hier passiert, diese Manipulationen auf allen Ebenen, das, was die negative Seite versucht, sie möchten ja die Oberhand gewinnen und auch behalten, und sie ernähren sich von negativen Energien, also von der Angst des Kollektivs. Und sobald wir aufhören, in der Angst zu sein, haben die nichts mehr zu essen, sind sie nicht mehr da. Und das habe ich so in so vielen Videos schon erklärt. Und jetzt mit diesem tollen Trick, ich erzähle es euch gleich, ist es so einfach, die Menschen dazu bewegen, aus der Angst herauszukommen oder ihnen den Weg leicht zu machen, aus der Angst herauszukommen. Was ich aber vorher noch sagen möchte, ist, dass das Karma, was sich hier anhäuft von der negativen Seite, das verlangt seinen Tribut. Da kommen die nicht drum herum, auch wenn sie meinen, dass sie alles offenlegen und dann sagen, naja, haha, ich habe alles gesagt, jetzt kann ich alles böse machen. Nein, nein, das ist nicht so einfach. Und wir, die lichtvollen Seelen, wir haben den Auftrag, jetzt aktiv zu werden. Es geht nicht mehr an, es reicht nicht mehr aus, nur das Licht mit der Liebe zu verbreiten, sondern aktiv zu werden. Und das sagt uns auch Engel Gabriel in dieser wundervollen Botschaft, die wir nachher bekommen werden, ihr Lieben. Und jetzt verrate ich euch diesen ganz einfachen Trick. Und zwar habe ich festgestellt, immer wenn ich mal nicht schlafen kann, also mir passiert es ja auch, dass ich manchmal im Bett wach liege und die Gedanken kreisen um ein Projekt oder um einfach eine Situation, und ich finde keine Ruhe, und wenn dann noch dazu Vollmond ist oder so, dann ist es ganz schwierig. Ich habe herausgefunden, es reicht, wenn ich in diesem Moment an etwas Schönes aus meinem Leben denke, an ein schönes Erlebnis, an etwas Wundervolles, Schönes, Lichtvolles. Wenn ich daran denke, ist sofort Ruhe in meinem Kopf, ist sofort Stille und Frieden da, und ich schlafe ein. Das ist etwas, das kann jeder Mensch, und das ist jetzt nicht unbedingt eine schwierige spirituelle Herangehensweise, sondern das ist einfach nur der Gedanke an sein eigenes positives Erlebnis. Und es hat jeder ein positives Erlebnis. Und das kann man dann auch im täglichen Leben, wenn irgendwas ist, was kommt, was einem wieder in die Angst treiben will, dann denkt bitte in dem Moment an das Wunderschöne, was ihr erlebt habt. Und das erzählt ihr den anderen Menschen. Und dadurch werden sie sich stärken, dadurch werden sie erkennen, dass die Angst gar nicht so schlimm ist, weil man leicht wieder herauskommt oder leichter herauskommt. Und in dem Moment, wo man dann in dieser positiven Energie ist, stärkt man sich. Da wird man kräftig und ist auch in seiner Mitte. Und je mehr man in der Mitte ist, umso bessere Entscheidungen trifft man. Denn wenn du ganz intensiv in der Mitte bist, bist du mit deiner Seele verbunden. Und sobald du mit deiner Seele verbunden bist, fällst du sowieso die richtige Entscheidung. Wenn du die Entscheidung aber mit deinem Verstand triffst, also ohne in deinem Herzen zu sein, dann ist es schwierig, dann kann die manchmal falsch sein. Achtet einfach darauf und
diesen Trick, den könnt ihr immer wieder mal erzählen, den könnt ihr weitergeben. Und ihr werdet sehen, die Menschen werden dankbar sein. Und das bringt uns insgesamt da dazu, dass dann wirklich wir 70% haben, die erwachen. Und wie gesagt, die geistige Welt hat gesagt, dieses Jahr bringt uns eine Welle des Erwachens, sodass wir aus der Massenmanipulation leichter herauskommen, in der die meisten Menschen gefangen sind. Ja, und jetzt freue ich mich so sehr auf die Botschaft von Erzengel Gabriel. Und ich wünsche euch ganz viel Freude und Liebe, wenn ihr diese Botschaft jetzt hört. Ich sprühe mich vorher noch ein, der Energie von Erzengel Gabriel. Genau. Und bin jetzt schon in seiner Dimension. Geliebte Menschen, geliebte Herzensmenschen der Erde, mit großer Freude spreche ich, Erzengel Gabriel, heute zu dir. Ich bin der Bote Gottes und ich bringe dir Liebe und Licht. Ich bin selbst die Liebe und das Licht. Und auch du bist die Liebe und das Licht. Und so bitte ich dich nun, dich vollkommen auf die Liebe und das Licht auszurichten und diese Energien einzuatmen. Denn so wird diese Energie dich anheben und stärken und schützen. Fühle deinen Körper, fühle deine Seele, fühle dein Herz und gib dir die Erlaubnis, dich vollkommen fallen zu lassen. Denn meine Worte, sie tragen die höchste Energie der vollkommensten Liebe des Schöpfers zu dir. Meine Worte, sie legen sich wie ein sanfter Umhang um deine Schultern und sie geben dir das Gefühl, geschützt zu sein. Sie geben dir das Gefühl, vollkommen zu sein, denn in Wirklichkeit ist jeder einzelne von euch vollkommen. Vollkommen in seiner Liebe und seinem Licht. Und so bitte ich dich jetzt, den Fokus auf deine Seele zu legen. Du findest deine Seele in der Tiefe deines Herzens. Und so erlaube dir, dich jetzt fallen zu lassen in die Energie deiner Seele. Jedes Wort, welches ich zu dir spreche, trägt die Erwachensenergie zu dir. Jedes Wort öffnet deine Seele ein wenig mehr und hebt dein Bewusstsein an auf die nächsthöhere Stufe. Sei dir versichert, dass wir die Engel bei dir sind, dass wir dich lieben und schützen. Und dass du niemals alleine bist.
und mit dem Erkennen, dem Sinn dieser Worte, gehst du hinauf in die Wirklichkeit, um dich zu fühlen, um deine Ausdehnung zu spüren. Und zu wissen, dass du selbst das Licht der Liebe bist. Und so werden in deinem Energiefeld die Energien des Lichtes zu fließen beginnen und dich jetzt tragen, liebevoll tragen, in die fünfte Dimension hinein, damit du schon einmal fühlst, wie es sein wird, wenn ihr alle dort vereint seid. Und so nimm nun diese Energie auf, indem du beide Hände auf dein Herz legst. Und das Geschenk der Energieerhöhung aus der fünften Dimension annimmst. Ich gebe dir jetzt ein wenig Zeit, um zu genießen, was jetzt geschieht. Es ist die bedingungslose Liebe, welche deine Seele berührt. Und es sind die Engel, die dir zuflüstern: Wir lieben dich. Wir lieben dich so sehr. Und wir sind bei dir. Und so lege ich meine Hand auf dein Haupt, um dein Kronenchakra zu berühren, um dir das weiße Licht der Liebe zu übergeben. Welches dich immer daran erinnern wird, dass ich bei dir bin. Und so trägt dich dieses weiße Licht der Liebe zurück in deine Dimension, erfüllt deinen Raum mit meiner Liebe, mit meinem Licht, sodass du spürst, dass ich heute noch den ganzen Tag bei dir bin.
Und so verabschiede ich mich von dir für den Moment in tiefer Liebe und Achtsamkeit. Und ich sage dir, ich liebe dich so sehr. Ich danke Erzengel Gabriel für diese hochenergetischen Worte und ich bedanke mich bei dir, dass du heute hier warst und wir gemeinsam diese Energieerhöhung annehmen durften. Also denkt daran, arbeitet ab sofort mit diesem kleinen Trick, den ich schon lange kenne und den ihr jetzt alle wisst. Und so wird es besser vorangehen. Alles Liebe, eine Herzensumarmung und ein Küsschen.